Hallo Leute, der Staats- und Verfassungsrechtler und Rechtsphilosoph Ernst Wolfgang Böckenförde, der dann auch später Richter am Bundesverfassungsgericht war, hat einen sehr berühmten Satz produziert und geschrieben, den ich hier erläutern möchte. Und zwar, der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Geht natürlich noch weiter, der Text, aber das ist der zentrale Satz, den Böckenförde geschrieben hat und der riesige Wellen geschlagen hat. Bis heute eine ganz wichtige Grundlage, wenn es darum geht, unsere Gesellschaftsordnung zu diskutieren. Was heißt dieser Satz? Der freiheitliche, säkularisierte Staat, freiheitlich eben Freiheit, Demokratie, Herrschaft der Mehrheit, beziehungsweise zumindest nach Popper, kommt vielleicht noch ein späteres Video von mir, die Regierung unblutig abwählen und wieder loswerden können. Also der freiheitliche Staat, der säkularisierte Staat, das heißt der Staat, der nicht mehr einer bestimmten Religion verpflichtet ist oder Religion an sich verpflichtet ist, oder auch nicht dem göttlichen Willen oder des Konzepts einer der Existenz einer Gottheit verpflichtet ist, also ein Staat, der sich von Religion distanziert hat, der freiheitliche, säkularisierte Staat, also auf gut Deutsch die moderne Demokratie, wie wir sie kennen, ein Staat, in dem Freiheit herrscht, in dem keine Religion, in dem man sich auf keine Religion berufen will, soll, darf, indem es auch nicht passiert, weil alle dort leben können sollen, die auch diese Religion nicht teilen würden. Dieser freiheitliche, säkularisierte Staat lebt aber von Voraussetzungen, das heißt, existiert aufgrund von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Garantieren, wohlgemerkt, das ist das entscheidende Verb sozusagen. Was heißt das? Nun, in Deutschland, unserem freiheitlichen Staat, Demokratie, säkularisiert, hier gibt es keine Staatsreligion, hier beruft man sich nicht auf religiöse Gesetze und so weiter. In diesem freiheitlichen Staat müssen aber bestimmte Bedingungen herrschen. Voraussetzungen herrschen, damit er existiert. Zum Beispiel, dass die Bürger überhaupt Freiheit wollen. Dass die Bürger den anderen ausreden lassen, wenn er irgendwas sagt, Meinungsfreiheit, dass die überhaupt gelebt wird. Man könnte auch sagen, du hast eine andere Meinung, die gefällt mir nicht, ich hau dir eine aufs Maul, zum Beispiel. Ja, das wäre auch möglich. Dass wir das nicht tun, das hat ja bestimmte Ursache. Oder, dass wir überhaupt friedlich miteinander leben. Man könnte sich ja auch ständig mit Gewalt streiten und prügeln. Die Polizei könnte das natürlich nicht immer verhindern, wenn wir in den Büros ständig prügeln würden, in der Schule ständig prügeln, auf der Straße sofort eben und zusammenschlagen, wenn er einem irgendwie blöd kommt. Das könnte man ja gar nicht verhindern in dieser Masse. Dass wir sozusagen zivilisiert zusammenleben, dass wir friedlich zusammenleben, dass wir uns freihalten können, dass wir den anderen ausreden lassen, dass wir den anderen auch Mensch sein lassen. Der alte Spruch, leben und leben lassen. Dass wir zueinander eine Beziehung aufbauen, in Kommunikation treten wollen, dass wir nicht sagen, meine Familie hier, deine Familie da, da streiten wir und da ist Krieg, da geht nichts. Und dass das der Fall ist, als Voraussetzung für Demokratie, das kann der Staat nicht garantieren. Denn wie will der Staat denn garantieren? Das heißt, ideologisch unterfüttern, ideell unterfüttern. Wie will das den Leuten beibringen, dass sie sich so verhalten? Der Staat könnte natürlich sagen, ich setze das rigoros durch. Ich zwinge euch zum Frieden. Ich zwinge euch zur Freiheit. Ich zwinge euch dazu, dass ihr den anderen ausreden lässt. Ihr merkt schon, da stimmt was nicht. Ich zwinge euch, dass ihr den anderen ausreden lässt. Also, das hat dann mit Meinungsfreiheit nichts mehr zu tun. Mit irgendwelchen, einem freiheitlichen Staat. Der Staat kann das nicht erzwingen. Er kann natürlich einzelne Elemente, Leute, die durchdrehen, die kriminell sind, die kann er natürlich stoppen.
Aber die Gesellschaft an sich muss auf der Basis stehen, die wir eben haben, dass wir einfach uns ausreden lassen, dass wir zivilisiert sind, dass wir diskutieren miteinander, dass wir uns wie zivilisierte Menschen benehmen, dass wir Gewalt zum Beispiel ablehnen, dass wir Gewalt nicht üben und so weiter. Aber diese Voraussetzungen kann der Staat nicht garantieren. Die müssen in der Gesellschaft entstehen. Das ist im Grunde dieses Dilemma, das Böckenförde beschreibt, nicht mehr. Jetzt kommt natürlich die Zusatzargumentation, ja, und diese Bedingungen müssen eben religiös fundiert werden. Das heißt, die Gesellschaft muss irgendwie christlich sein, mit christlichen Werten, der Nächstenliebe und so weiter, Ethik etc. Das garantiert das dann und dann können wir darauf eine Demokratie bauen. Natürlich geht das, freilich, wenn wir christliche Werte leben, dann kann man darauf diese freiheitliche Gesellschaft aufbauen. Aber das hat natürlich jetzt, das wäre ein Beispiel, aber darauf kann man ihn nicht festlegen. Da tobt eben die ewige Debatte, ob jetzt die Kirchen notwendig sind oder nicht. Rein Böckenförde verstanden, ging es darum, dass die Gesellschaft diese Werte in irgendeiner Form produzieren muss. Er beschreibt ein Dilemma, er beschreibt etwas, sozusagen etwas, was die Demokratie nicht selber schaffen kann. Aber wie das entsteht, das verfügt er nicht. Also es ist keine Böckenförde Doktrin in dem Sinne, dass er sagt, wir brauchen jetzt das Christentum, um einen demokratischen Staat zu bauen. Er sagt schon, dass sozusagen Christentum, Humanismus, Aufklärung unsere traditionellen Grundlagen sind in späteren Debatten, aber das reine, dieses reine Böckenförde-Diktum weist nur auf diesen Umstand hin, dass hier was nachgeliefert werden muss. Dass der Staat, genau zum Beispiel, dass der Staat nicht, der demokratische, freiheitliche, säkularisierte Staat, nicht alles das schaffen kann, was zu seiner eigenen Existenz notwendig ist. Dass die Bürger etwas dazu liefern müssen, dass die Bürger etwas dazugeben müssen, aus eigener Erkenntnis heraus, aus eigener ethischer Erkenntnis heraus, aus eigener moralischer Orientierung heraus, müssen etwas dazu liefern. Aus welchen Quellen die das nehmen, aus religiösen Quellen, aus philosophischen Quellen, aus irgendwelchen anderen Quellen, ist eigentlich egal. Aber sie müssen dieses etwas hinzuliefern. Wie gesagt eben, dass wir einander ausreden lassen, dass wir uns ordentlich zueinander verhalten, dass wir miteinander diskutieren, dass man Gewalt außen vor lässt und so weiter. Also die Grundregeln einer Demokratie, dass das überhaupt funktioniert. Dass wir überhaupt ordentlich abstimmen können. Das könnte jemand einfach das Wahllokal stürmen und alles niederbrennen. Wenn das massenhaft getan würde, können Sie das schon auch nicht verhindern. Also wir müssen gewisse Bedingungen selber als Bürger beisteuern, damit das überhaupt funktioniert. Das ist Böckenförde. Daran schließt sich natürlich eine riesige Debatte an über Jahrzehnte. Der eine betont Religion, der andere sagt, nee, es geht auch ohne Religion. Der eine dies, der andere das. Aber darum soll es mir jetzt nicht gehen, sondern es ging mir darum, dieses Böckenförde-Theorem, Doktrin, Diktum, wie auch immer, Dilemma zu erläutern. Also der freiheitliche, säkularisierte Staat muss auf Bedingungen bauen, um es anders zu formulieren, die er selbst nicht schaffen kann. So, das zu diesem berühmten Böckenförde-Diktum. Ein sehr wichtiger Satz, eine sehr wichtige Idee, die ich jetzt etwas umfangreich erläutert habe, ist eigentlich nur ein Satz, aber daran schließt sich wahnsinnig viel an. Man muss ihn ein bisschen erläutern, denn sonst wird er gerne schnell missverstanden. Ich hoffe, ich konnte ihn erklären und erläutern. Es ist wie gesagt hier immer nur das Grundlegende. Meine Videos sind immer nur grundlegende Informationen, Einstieg. Wenn ihr das mehr interessiert, wenn ihr es für die Prüfung braucht, was auch immer, weiterlesen, damit weitermachen, die Texte lesen. Wie bei all meinen Videos, das Video an sich, auch wenn ich weiß, dass manche so machen, taugt noch nicht für die Prüfung, sondern es ist ein Einstieg, eine Grundsatzerklärung, damit ihr wisst, worum es überhaupt geht und dass ihr dann die Texte versteht, dass ihr dann versteht, was der Lehrer verteilt hat, worum es überhaupt geht und dann einsteigt in die Literatur. Und auch immer beachtet, was der Lehrer, der Professor, wie auch immer, sagt. Denn Philosophie, ihr wisst ja,
Er hat einen gewissen Interpretationsspielraum, wichtig für die Prüfung. Also, ich gebe nur Anregungen, gerade jetzt zur Reaktion auf einige Fragen der letzten Wochen. Wenn es wieder gefallen hat, liked es, abonniert den Kanal, erzählt weiter, dass es den Kanal gibt. Und ich sage wie immer, bleibt dran, bis zum nächsten Mal.